Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir Sternzeichen Waage dieses interaktive Video mit dir teilen, wo wir einfach mal schauen möchten, was ist das, was das Tarot dir im Hier und im Jetzt gerne mit auf den Weg geben möchte. Okay? Waage, vor allen Dingen geht es darum, dass du dich hier wirklich auf dich konzentrierst, dass du absolut alle Gedanken rauslässt, dass du dich wirklich der geistigen Welt, dem Tarot, den Energien, die ich dir hier mit auf den Weg geben möchte, wirklich hingibst, dass du dich fallen lassen kannst, dass du das, was in deinem Herzen ist, in deinem Kopf ist, auf deiner Seele brennt, was auch immer deine Situation bedarf, wirklich freien Raum lässt, um sich entfalten und entwickeln zu können. Waage, energetisch spüre ich bei dir schon eine Energie der Heilung. Es ist Zeit zu heilen. Es ist Zeit loszulassen. Es ist Zeit, auf das Universum zu vertrauen. Waage, es ist Zeit, sich wieder in die richtige Frequenz zu bringen. Es ist die Zeit, sich zu trauen, etwas zu verändern. Es ist die Zeit, den Blick nach innen zu richten. Es ist die Zeit, sich mehr Spielraum zu geben. Das ist das, was ich energetisch für Sternzeichen Waage hier im Jetzt, jetzt gerade reinbekomme. Okay, lass uns mal schauen, Waage, was da alles noch so rauskommen darf. Schau mal. Ja, das Gericht, die Gerechtigkeit, ja, das Schicksal, die Nachrichten. Also, wenn wir uns einfach nur darauf fokussieren, zu sagen, weshalb ist es Zeit für dich zu heilen? Weshalb animiert dich das Tarot, dich der geistigen Welt hinzugeben? Positiven Verhaltensarten, positiven Geschehnissen dran teilzuhaben. Wieso sagt das Tarot Waage? Nicht nur alles im Einklang zu bringen, nicht nur immer wirklich perfekt zu sein, nicht nur immer Verantwortung zu übernehmen, sondern hier geht es darum, dass du auf irgendeine Art und Weise einen bewussten und unterbewussten Ballast mit dir rumschleppst, ein Geheimnis womöglich auch, ein interner Ruf nach einer Veränderung, den du aber aus welchen Gründen auch immer gerade zur Zeit nicht leisten kannst. Du kannst im Job perfekt sein, du kannst ein tolles Haus haben, ein Auto, deine Kinder, deinen Hund, deine Katze, deine Maus, den schielenden Floh. Du kannst nach außen hin alles haben. Intern gibt es viele Waagen, die komplett in ihrer Mitte sind, die kreativ sind, die sich zum Ausdruck bringen können. Alles perfekt, aber irgendwo gibt es bei jeder Waage, egal wie spirituell du bist, egal wie toll du im Leben stehst, ein kleines Fitzelchen von irgendetwas, was dich animieren möchte, zu sagen, es ist Zeit, uns Spielraum zu geben, es ist Zeit, uns einer Veränderung zu unterziehen, es ist Zeit, das, was wir versuchen zu verhindern, ja, loszulassen. Was heißt das? Das heißt nichts anderes wie, viele von euch werdet ihr gerade in eine Situation gebracht, sein oder gebracht werden oder gebracht worden von der Vergangenheit, aus welchem Grund auch immer, wo es darum geht, Rechenschaft abzuliefern, sich auf die Genesung zu konzentrieren, aufzupassen, genügend Zeit sich zu nehmen, um die Gesundheit zu aktivieren, genügend Zeit zu nehmen, um die Gedanken nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Weshalb habe ich immer die gleichen Gedankenkarusselle? Was ist Spiritualität? Wie finde ich die Spiritualität? 30.000 Sachen auf einmal zu machen. Aus therapeutischer Sicht kann ich dir hier sagen, wie sehe ich dich? Ich sehe dich in einer Energie bewusst und unbewusster Natur, wo du viel erreichen möchtest, wo du viel Power haben möchtest, ja, wo du viel gibst, aber es fehlt mir ein bisschen die Integration. Es fehlt mir aus therapeutischer Sicht dir zu sagen, was ist das, was du wirklich verändern möchtest in dir? Was sind die Ursachen, ja, die dich immer wieder über die gleichen Fehler fallen lassen? Was sind die Lösungen, die Befreiungsaktivitäten, die du aktivieren darfst, um ein zufriedeneres Leben zu führen? Waage, und das ist wunderschön. Also, was ist das alles? Es ist einfach eine unbewusste Prägung aus einer Kindheit, aus einer Erfahrung, aus einer Erinnerung, die dich irgendwann mal dazu getrieben hat, zu diesem Menschen zu werden, der du heute bist. Für viele vorteilhaft, für viele ist es halt eine kleine Baustelle, okay? Die Ursachen haben wir jetzt schon ein bisschen erkannt, aber wichtig ist einfach herauszufinden, wieso ist es für dich so schwer, wirklich fünfe gerade sein zu lassen? Wieso ist es für dich manchmal so schwer, deine Talente, deine Begabungen, deine interne positiven Energien wirklich herauszufordern und umzusetzen? Was heißt das? Das heißt einfach hier, dass ich dir sagen möchte, es ist wichtig, dass du hier im Hier und im Jetzt, ja, eine gute Beziehung mit dir selber hast, eine gute Verbindung mit deiner Außenwelt, eine gute
Strategie empfindest oder eine gute Strategie erfindest, wollte ich ehrlich gesagt sagen, um auf deine Gesundheit aufzupassen, um die Finanzen zu regulieren, um deine Arbeit ein bisschen besser zu machen, um komplett neue Wege zu gehen, um auch zu meditieren. Das heißt, es ist jetzt der richtige Moment, im Hier und im Jetzt bewusst und unterbewusst an dir zu arbeiten. Es ist der richtige Moment, deine ganzen Gefühle, deine emotionale Klärung, deine emotionale Befreiung, deine emotionalen Blockaden unter die Lupe zu nehmen. Wie? Indem du dir vorstellst, ja, wie wäre mein Leben, wenn es anders verlaufen wäre? Okay, das kann der eine Teil sein, aber das ist unnötig. Sondern wie fühlt es sich an, keinen Ballast zu haben? Therapeutisch gesehen würde ich dir hier empfehlen, wirklich in dich zu kehren, dich mit deiner Quelle Gottes in Verbindung zu setzen, dich mit deinen eigenen Verhaltensmuster in Verbindung zu setzen, dich damit in Verbindung zu setzen, wieso habe ich so viele Ängste? Also dieses Wieso kann man ganz schnell erklären. Aber wie komme ich da raus, ist die andere Geschichte. Ja, mit ganz viel Vertrauen, mit ganz viel Aufopferung womöglich auch, mit ganz vielen guten Energien vor allen Dingen. Was heißt das für dich, Waage? Waage, das heißt für dich nichts anderes. Im Hier und im Jetzt, ja, ist es aus therapeutischer Sicht wirklich schön zu sagen, fühle in dich. Fühle mal, wie sich das anfühlt, wenn du keinen Stress hast. Fühle mal in dich, wie fühlt es sich an, wenn ich heute keine Erwartungen habe. Wie fühlt es sich an, wenn ich heute mal absolut ein Projekt toll erreicht habe, aber wissend, dass ich das nicht alleine geschafft habe, sondern dass mich andere Menschen unterstützt haben? Wie fühlt es sich an, mit seinem Ex-Partner wieder in Kontakt zu kommen? Wie fühlt es sich an, mit seinem aktuellen Partner, ja, passionierte, leidenschaftliche Momente zu haben? Wie fühlt sich jede Situation an, die du gerade lebst, die du gerade erleben darfst und die du auch ändern darfst? Also sowohl die ballastreichen Situationen, aber auch die tollen Situationen. Warum ist das so wichtig? Weil es geht darum, dass du in dich ein Vertrauen neu aktivierst, auch in einer Partnerschaft, auch in deinem generellen Leben, wenn du mehr auf deine Bedürfnisse achtest. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, anhand des Tarots auch aus therapeutischer Sicht zu erkennen, wer man wirklich ist. Ja, wieso man so oft irgendwie anders reagiert, ist unglaublich wichtig. Sich selber zu kennen, ist unglaublich wichtig. Manchmal kannst du nach außen hin eine Energie aufstrahlen, wo Menschen an dir zweifeln oder voll hin und weg sind von dir. Ja, manchmal denken die Menschen, du bist voll in deiner Mitte und manchmal denken die, du bist voll neben dir. Ja, hier ist es wichtig, dass du vertraust. Vertraue auf dich, vertraue auf die Außenwelt, vertraue, dass das, was du verwirklichen möchtest, in der Liebe, in der Gesundheit, in den Partnerschaften, wie auch immer, sich geben kann. Die Lösung liegt ganz bei dir. Wie projiziere ich? Wie stark möchte ich wirklich eine Schwangerschaft mit diesem Partner haben? Ja? Wie sehr arbeite ich wirklich daran, einen tollen Job zu haben? Wie sehr arbeite ich auch wirklich daran, meine Wut nicht auf meinen Körper Auswirkungen zu haben? Das heißt, wenn du wütend bist, unterdrückte Wut langfristig kann dir Leberprobleme verursachen. Wenn du Probleme hast, dich zu äußern, Entscheidungen zu treffen, kannst du Atemwegserkrankungen haben. Das heißt mit Lunge, mit allen möglichen. Das ist aber jetzt nicht das Relevanteste. Das Relevanteste ist, es ist die Zeit zum Heilen, es ist die Zeit, sich dem göttlichen Plan zu ergeben. Es ist die Zeit, rundum aufzuräumen. Es ist die Zeit, aus der Vergangenheit zu lernen. In der Vergangenheit kann es sein, dass du sehr großzügig warst, dass du sehr erfolgreich warst, dass du viel mit Menschen zu tun hattest, die sehr erfolgreich waren. Es kann durchaus sein, dass du in der Vergangenheit auch mit einem Sternzeichen von Widder, Löwe, Schütze lidiert hast. In der väterlichen Linie, das heißt aus der Familie heraus, ja, Vater, Bruder, Schwester, Vater, Bruder, Onkel, Cousin, wie auch immer. Aber vor allen Dingen auch, dass du in der Vergangenheit so viel Potenzial an den Tag gelegt hast, dass du im Hier und im Jetzt viel erreicht hast, aber unterbewusst deine eigene Baustelle bist. Warum ist das so? Weil irgendwas in deiner Hier und im Jetzt-Situation dich aus dem Vertrauen herausgeworfen hat. Und deswegen sagt das Tarot, es ist die Zeit zum Heilen. Es ist die Zeit, in sich zu blicken. Es ist die Zeit, Ruhe zu finden. Es ist die Zeit, nachzudenken. Egal wie aktiv du sein magst. Irgendwo gibt es eine Bazille in dir, die eine Auswirkung haben kann, positiv oder negativer Natur, wenn du bereit bist oder auch nicht bereit bist, diesen Blick nach innen zu richten. Okay? In naher Zukunft haben wir für einige von euch, dass wir sagen können, aufpassen, ja, mit Urlaub, aufpassen mit Verhaltensarten, aufpassen mit Depression, aufpassen mit Nostalgie, aufpassen mit diesen Erinnerungen, wo du denkst, das Leben ist schon vorbei.
Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Du siehst nämlich nicht, dass deine Freiheit hinter dir steht. Du siehst nur, dass die Kelche umgeworfen sind. Manche von euch, nicht alle. Ja, Enttäuschung und Schmerz, Verluste, Liebeskummer, alles das spiegelt sich hier wieder in naher Zukunft. Warum? Wenn du nicht anfängst aufzuräumen, wenn du nicht anfängst ehrlich zu sein, wenn du nicht anfängst zu heilen, wenn du nicht anfängst die Zeit der Heilung, Selbstheilungspunkte aktivieren, aber auch ins Herzensverzeihen gehen, zu sagen, ich verzeihe mir, was ich mir bewusst und unbewusst angetan habe und ich verzeihe anderen, was andere mir bewusst und unbewusst angetan haben. Auch in der Partnerschaft, auch in den Kindern, auch mit allen anderen Menschen externer Natur. Okay? Die nahe Zukunft kann dir wirklich Konflikte bringen, aber auf der anderen Seite auch totalen Triumph, ja, vollen Erfolg, volle Genesung, volle Liebe, volle Sicherheit. Das Einzige, was von dir bedarf oder was von dir gefordert wird in Hier und im Jetzt, ist einfach wirklich vage, dass du wirklich diszipliniert bist, dass du die Zeit der Genesung respektierst, körperlicher Natur, spiritueller Natur, seelischer Natur, okay, physisch und psychisch gesehen sozusagen, dass du in deine Klarheit kommst, dass du weise entscheidest. Geht es um Eltern, geht es um Geschwister, geht es um Partner, geht es um Kinder? Es ist wichtig, dass du nicht in die Enttäuschung gehst, nicht auf Gegenwehr gehst, dass du anfängst loszulassen, dass du gute Ratschläge gibst, dass du Hindernisse auf positive Art und Weise aus der Welt schaffst, dass du wirklich bereit bist, deinem Leben Flügel zu geben, dir einen sicheren Zufluchtsort zu schaffen oder zu suchen oder wie auch immer, wo du dich entspannt und geborgen fühlen kannst, aber auch jeglichen Schmerz, jeglichen Druck, jeglichen Ballast, jegliche Situation wirklich in die geistige Welt geben kann, weil die Zeit der Heilung ist nah. Ergebe dich dem göttlichen Plan. Und aus therapeutischer Sicht ist es wirklich so zu sehen, dass wir sagen, alle Fragen, die wir hier beantworten möchten mit dir, in einem kurzen Video sind unmöglich. Deswegen hast du die Möglichkeit, eine private Legung mit mir zu buchen oder eine zielorientierte Therapie. Aber erkenne die Ehrlichkeit in dir, erkenne die Unehrlichkeit von Menschen, die dir nahestehen. Ja? Erkenne auch, dass du dich zu fragen hast, worauf lasse ich mich gerade bewusst und unterbewusst ein? Okay? Und was hält mich wirklich an dieser Situation fest? Wie kann ich agieren? Fragen über Fragen, die du nicht alleine beantworten kannst, sprech mich an und ich helfe dir gerne, genau deine Systeme neu zu justieren und deine Energien, deine Heilung so zu aktivieren, dass du nicht nur die Ursachen erkennst, sondern die Befreiung und die Lösung wirklich an den Tag legen kannst, um auch gezielt langfristig vage in einer super tollen Energie zu bleiben. Vage, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Danke, dass du meinen Kanal likest, teilst, abonnierst, kommentierst. Dass du dir die Zeit genommen hast, auch diese energetische Legung, die sehr schnell vielleicht gewesen sein kann für den einen oder anderen, so hingenommen hast, dass du resonierst. Lass mir deine Kommentare in der Kommentarbox, um zu schauen, wie sind die Resonanzen, was hast du gefühlt, ja, wie ist deine Situation, was kannst du dir vorstellen, was möchtest du? Also lass einfach mal deinen Kommentar, okay, damit wir nochmal drüber reden können. Denk dran, jeden Sonntag um 19 Uhr hier auf YouTube starte ich meine Live-Chats, wo du auch deine Fragen beantwortet bekommen kannst. Vage, wichtig ist, die Zeit der Heilung ist nah. Richte den Blick nach innen, gebe dir Spielraum für dich selber und nehme dir Zeit auch für die Außenwelt. Aber vertraue auf die geistige Welt, sie bringt dir Klarheit, Reife, Erfolge, Heilung, alles, was du möchtest. Aber es bedarf von dir wirklich eine Zeit, wo es um Gerechtigkeit geht, um Abrechnung geht, um Integration geht und vor allen Dingen um Willensstärke geht. Okay, Vage, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe und wir hören uns bis dahin. Bye.